5 Minuten Kindheitsnostalgie. Ein kleines Projekt, was ich mir ausgedacht habe, da ich mir in letzter Zeit sehr viele alte Videospiele kaufe. Das 14. Spiel, welches ich heute vorstelle, ist Pirate Raider. 2003 erschien dieses englische PC-Spiel für Kinder von Imaginext und Vivendi Games mit Verbindung von Fisher-Price. Das Piratenspiel diente als Marketingkampagne, um deren Spielzeug bekannter zu machen, und beim Kauf war eine Spielfigur dabei. Imaginext zweiter Titel, der sehr stark dem heutigen Spiel ähnelt, ist Battle Castle. Kommen wir nun zur Handlung. Vor vielen Jahren existierte das legendäre Schiff Pirate Raider, welches urplötzlich verschwand. Derjenige, der es finden würde, würde die See beherrschen und der Piratenkönig sein. Sullivan Goodfellow gibt dem Spieler als erster Offizier Tipps, unter anderem für das Tutorial. In den 26 Missionen muss man jeweils ein bestimmtes Ziel erreichen, um ins nächste Level zu gelangen. Unter den Bedingungen sind das Beschießen von gegnerischen Schiffen, die Zerstörung von Forts, es gibt Jump'n'Run-Passagen beim Entern von Schiffen mit Sidescroller, eine bestimmte Anzahl an Gefangenen machen, ein besseres Schiff stehlen oder Schatzkarten folgen. Insgesamt gibt es 4 Kähne zu finden, welche sich hauptsächlich durch die Kanonenanzahl unterscheiden, aber auch durch dickere Rümpfe, was erhöhte Trefferpunkte bedeuten. In den Missionen 6, 16, 21 und 26 kann man jeweils seine Flotte aufrüsten und fängt mit einem unausgerüsteten Schiff an. Mit dem geplünderten Gold kann man seinen Kahn aufrüsten, wie mehr Kanonen oder mehr Segel. Man kann eigene Forts bauen und beim Händler temporäre Gegenstände einkaufen. Darunter wäre ein Seemonsterfutter, platzierbare Minen für den Zweikampf, eingeölte Rümpfe für eine Schadensreduktion und mehr. Auf der hohen See gibt es zusätzlich noch Gewitterwolken, die das Schiff verlangsamen, versunkene Flotten, die einen Schatz bieten, den Händler, gefährliche Seemonster, eine Ritterburg mit zufälligen Events und Treibgut. Der Schwierigkeitsgrad zieht kontinuierlich an, so schießen die Forts etwas schneller und das Entern wird umfangreicher im Gameplay. Kommen wir nun zu meiner Meinung. Als erstes das Positive. Die Missionen sind mehr oder weniger abwechslungsreich, indem sich die Missionsbedingungen unterscheiden. Beim Schiffszweikampf fühlt sich Überlegenheit sehr gut an, wenn man in wenigen Sekunden ein Gefecht für sich entscheiden kann. Ein neues Schiff zu erhalten fühlt sich sehr belohnt an, gerade wenn man nach 11 Missionen vom 2 auf den 3-Master umsteigen kann. Und es gibt die berühmt-berüchtigte Dodge Roll. Natürlich gibt es auch Negatives, die Steuerung fühlt sich beim Segeln zu schwammig an, da man mit oben und unten sofort seine Richtung ändert, mit links oder rechts dreht man sich aber nur in kleinen Schritten. Mit der Tastatur erledigt man das Gros der Eingaben, aber zum Anhalten muss man auf das Ankersymbol klicken, was umständlich gelöst wurde, wenn man im Schiffszweikampf taktischer vorgehen will. Es existieren nur rund 6 Musiktitel, welche zwar gut komponiert wurden, bei ungefähr 3 Stunden Spielzeit werden diese aber auf Dauer eintönig. Und zu guter Letzt erzählt Sullivan zu häufig seine markanten Floskeln beim Anfahren, was schon in den ersten Minuten nervt. Mein Tipp dabei: drückt bei allen Quasselpassagen einfach Escape und umgeht das Ganze. Captain! Am Ende kommt mein Fazit. Captain, für eine Marketingkampagne und Kinderspiel bewerte ich dieses Piratenspiel mit einer 3+.